Willkommen bei defi.jetzt. Ich bin Tor Alexander, ich bin in der Domrep und ich sitze hier in einem Restaurant, was Bitcoin akzeptiert. Und das Interview mit Heinz seht ihr im Anschluss. Bleibt dran, bleibt uns gewogen, macht den Daumen hoch und bis gleich. Ja, und ich bin Chris von Ich will raus und begleite Tor in seinem Projekt defi.jetzt. So, ich bin jetzt hier draußen vor Heinz Restaurant. Ich gehe jetzt mal rein. Hier sehen wir akzeptiert Bitcoin und wir machen dann mal hier einen kleinen Schwenk durch sein Lokal. Hier sehen wir Chris und Heinz sitzen. Hallo. Hi. So, und hier gucken wir mal rum. Das ist der Sitzbereich. Hier gibt es eine Bar. Da ist ein Hund, da sitzt eine Mitarbeiterin, die spielt mit ihrem Telefon rum. Und hier haben wir ein paar Motorrädchen. Da hinten gibt es einen Grill. So. Ruhig. Hund. So. Und dann geht's gleich weiter mit dem Interview mit Heinz. Also herzlich willkommen. Ich bin Tor Alexander. Wie heißt du? Hallo, ich bin der Heinz und ich freue mich, dass ich bei euch jetzt hier bin und wir reden können. Gut. Wo befinden wir uns, Heinz? In Cabarete, also Jardín Deportivo. Nordküste Domrep. Nordküste, ja genau. Unweit von Sosua und Puerto Plata, ne? Genau. So, und du lebst hier schon seit vielen Jahrzehnten? 30 Jahre sind es jetzt, ja. 30 Jahre, Zeit vergeht, ja. Ja. Wie hat es dich denn hierher verschlagen? Oh, das ist eine lange Geschichte, wie immer so. Wir haben noch also, Strom? Ja, ich bin Österreicher. Wo kommst du her? Salzburg, in der Nähe Salzburg. Mhm. Und habe da jemand kennengelernt, der mir erzählt hat, dass er in der Dominikanischen Republik war. Ich habe mir da erstmal gar nichts vorstellen können und habe mir gedacht, Dominikanische Republik, was ist das? Habe dann nachgesehen. Und da hat er mir halt hier erzählt, also über die Dominikanische Republik, ja, wie das lockere Leben da ist und was er da so alles erlebt hat. Und ich habe mir erzählt, naja, habe mir gedacht, der erzählt mir hier Geschichten. Aber ich war neugierig und habe mir gedacht, das sehe ich mir mal an. Im Winter in Österreich sehr kalt. Ich gehe mal im Winter da rüber. Schau mir das an. Habe ich dann auch gemacht. Dann bin ich am Flughafen in Puerto Plata angekommen. Mhm. Da war ich erstmal ein bisschen enttäuscht, weil da waren nur Blechhütten und der Flughafen, der war auch noch sehr wild, muss ich sagen. Und da sind die alle da rumgetanzt und mit ihrem Ramdadamdamdam und haben mir nur gedacht, naja, alles Blechhütten da, mal sehen, wie das dann wird, wenn ich da weiter reingehe. Dann bin ich in Puerto Plata angekommen, am Malecón. Mhm. Das war die nächste Enttäuschung, weil da waren damals noch viele, naja, so Auswanderer da, die halt kriminell waren. Und habe ich gesehen, also 1500 Jahre Knast reicht da jetzt wahrscheinlich nicht aus. Und das war auch so ein bisschen primitiv und wollte eigentlich da nicht bleiben. Und dann habe ich gedacht, was tust du jetzt? Jetzt bist du aber schon hier und nach Österreich zurück in der Kälte, das ist auch nichts. Habe mir die Landkarte geholt und habe mir gedacht, okay, mit dem Finger fährst mal so drüber ins Zentrum, da war La Vega. Mhm. Fährst mal dahin. Bin dann dahin gefahren nach La Vega und ich konnte damals kein Wort Spanisch, Englisch war ja auch da, ja, auch nicht gut bei mir. War ja auch bei den Einheimischen nicht gut. Ja, genau. Damals war noch vor 30 Jahren, ich war auch immer irgendwo in der Pampa unterwegs, ja. Konnte kein Spanisch, die konnten kein Englisch. Wollte was zu essen, habe so gemacht, dachte, genau. Ich will die Zähne kaufen. Ja, genau. Und dann habe ich mir gedacht, ja, irgendwie musst du aber jetzt da schauen, dass du halt da den Winter noch gut rüberbringst. So von der Wärme und so hat es mir gefallen. Und dann bin ich erstmal da so ein bisschen rumgesessen in La Vega und habe halt einfach nur die Leute beobachtet und geschaut, was die tun und habe so möglichst dasselbe getan. Also wenn die essen gegangen sind da,
bin ich da mitgegangen, habe da geschaut, was die sich bestellen, habe ich da auch so mit dem Finger hingedeutet, das möchte ich, habe geschaut, wie viel sie bezahlen und das habe ich auch bezahlt. Also so eigentlich ganz witzig gewesen. Aber mit der Zeit habe ich dann halt begonnen, da mit den Leuten einfach auch zu kommunizieren, soweit das irgendwie gegangen ist. Und je mehr ich mich das auf das eingelassen habe, desto leichter ist das eigentlich auch gefallen und wir sind uns näher gekommen. Und mit der Zeit sind die Leute dann auch mir sympathischer geworden und ich habe das Ganze nicht mehr so eng gesehen und habe mir gedacht, ja, interessant. Ich meine, ich war in Österreich selbstständig, habe da eine Firma gehabt. Und was hast du da gemacht? Innenausbau. Und habe auch gut Geld verdient und dann bin ich hier da so auf so eine Armut gestoßen, mehr oder weniger. Das war das, was mich so ein bisschen auch abgeschreckt hat. Und dann war das damals auch noch so, da hat es so Häuser gegeben. Ja, da sind 9 Leute rausgekommen. Ich habe zuerst gedacht, das wäre so eine Schule oder ein Kindergarten. Haben die gesagt, nee, das ist eine Familie. Das war die nächste Überraschung. Also waren viele Dinge, die halt da erstmal so auf mich eingestürzt sind. Und ich habe dann halt da so den Winter verbracht und habe mir gedacht, okay, ich habe dann natürlich auch ein bisschen gelernt, also dass man im Leben nicht so viel braucht, das habe ich recht schnell erkannt da und habe mir gedacht, okay, wenn ich jetzt dann nach Österreich zurückkomme, dann habe ich jetzt was gelernt, also man braucht nicht so viel. Dieser Materialismus, der mich eigentlich immer schon ein bisschen gestört hat, obwohl ich eigentlich immer gut Geld verdient habe und mich auf das eingelassen habe, so war es trotzdem irgendwie nicht so ganz meins. Also da habe ich auch so ein bisschen rumgehadert. Okay, ich habe draußen habe ich einen Aufkleber gesehen, akzeptamos Bitcoin. Ja. Willst du ein bisschen was dazu erzählen? Wie bist du denn dazu gekommen? Ja, also Bitcoin habe ich jetzt so seit 2017 das erste Mal, ist jemand mal hierher gekommen und hat mir was erzählt von einem digitalen Geld und dass das da die Zukunft wird und so. Und ich habe mir nur gedacht, ja, wie soll denn das da funktionieren? Und der hat mir das dann mal so ein bisschen gezeigt. War es ein Deutschsprechender? War ein Deutscher, ja. Und ich habe ja hier Zeit gehabt, habe dann halt da über Bitcoin nachgelesen, habe das so, die Grundsache von Bitcoin schnell begriffen, was die meisten ja auch tun. Und habe aber nicht weiter darauf Acht gegeben. War so interessant, habe ein bisschen rumgespielt und habe das aber wieder aus den Augen verloren. Ich habe dann noch einen Bekannten gehabt, also ich habe den ersten Bitcoin mit $600 gekauft und habe dann meinem Bekannten gesagt, du, das wäre da interessant, der wird noch steigen und so und schau dir das mal an. Und er ist auch so auf 2000 gegangen, da hat er noch gemeint, der ist aber jetzt schon teuer, also hätte ich doch damals, sag ich, du, das ist noch immer nicht teuer, der wird auf 20.000 gehen, sagt er, du spinnst ja, also 20.000, also du. Ja, dann hat sich das so verloren, der hat da so einen halben Bitcoin dann gekauft, hat den wiederverkauft und mir ist halt dann was passiert, weil ich noch unerfahren war, habe da ein bisschen rumgespielt, dann haben die mir meine Konten abgeräumt und das ist wahrscheinlich passiert, weil ich habe gedacht, ich bin nicht so wichtig und ja, überall war ich dran, ich habe in China da und überall habe ich da auf diesen Kryptobörsen rumgespielt und war ein bisschen nachlässig und habe auch meine 12 Wörter, habe ich da auch gespeichert am Computer und ich denke, dass da was passiert ist und zwar, ich habe am Handy so eine automatische Sache gehabt, die in den Cloud geht. Sicherung in der Cloud. Ja, in der Cloud, ja genau. Und habe dann mein altes Handy einfach so meiner Freundin gegeben, der hat es weitergegeben und ich denke, da wird wohl was passiert sein, dass da jemand das gekriegt hat, der sich damit auskannte. Na, der hat wahrscheinlich dann danach gesehen, hat dann Zugang zu der Cloud bekommen und dann hat er gesehen, wahrscheinlich da, ich habe ja auch noch immer schöne Beschreibungen dazu gemacht, konnte der sich wahrscheinlich darunter was vorstellen und ich denke, dass das so passiert ist, weil ich habe 3 verschiedene Konten gehabt und die waren abgeräumt und ich muss echt sagen, ich bin 2 Wochen da irgendwie ganz schwer drüber hinweggekommen, weil ich es mir nicht erklären konnte und ich es nicht glauben wollte. Das war eigentlich so das Ding, immer wieder reingeschaut, ob es nicht vielleicht doch wieder da ist und so. Und habe gedacht, na Wahnsinn, also wie soll es denn überhaupt gegangen sein, bis ich es dann so ein bisschen rekonstruiert habe. Und dann habe ich gedacht, okay, mit der Kacke werde ich mir nichts mehr anfangen. Aber ich habe dann irgendwo schon begriffen, dass das halt einfach mein Fehler ist, weil ich nicht genau genug war, also dass ich einfach schlampig war. Du hast die Sicherheit vernachlässigt. Ja, also ich
war nicht, manche würden dann sagen, paranoid genug. Das ist nicht paranoid, das ist einfach, es gibt gewisse Dinge, die man einhalten muss, wenn man mit diesen Sachen arbeitet. Ja, du trägst Verantwortung, ja, und du bist dieser Verantwortung. Es ist wie wenn ich jetzt Auto nicht absperre und Schlüssel quasi im Kofferraum lege. Ja, ja. Kommt irgendeiner mal vorbei und guckt auch mal im Kofferraum rein, weil er ja offen ist. Ja, nur logisch. Und bei mir war es ja auch noch so, also ich habe da mir gedacht, naja, so viele gibt es ja da auch nicht und so wichtig. Ich habe das einfach wirklich, ja, schlampig war ich. Aber ich habe dann wieder angefangen nach einer gewissen Zeit und habe mich dann genau an das gehalten. Also bei mir gibt es am Computer keine 12 Wörter zu finden, auch nicht am Handy. Ich Wie speicherst das, du die? Also ich habe einen Tresor und einen Ledger auch noch. Mhm. Ja, aber du musst ja irgendwann die Mnemonic-Wörter... Achso, die, wie ich die speichere. Ich schreibe die auf Papier. Ah, okay. Analog. Tatsächlich auf Papier. Das Papier hast du dann irgendwo im Safe oder einem sicheren Ort liegen. Ganz genau, ja. Und das ist auch ein gutes, starkes Papier und auch mit Bleistift geschrieben, weil Bleistift besser ist wie Kugelschreiber. Mhm. Und, Graphit brennt aber auch gut wie Papier. Ja gut, also das ist immer klar, man kann jetzt immer wieder, aber ich sage jetzt auch mal so, also auch der Tresor und der Ledger, gut, beim Ledger da ist ja was passiert in der letzten Zeit, aber bleiben wir mal beim Tresor, den ich habe. Solange das Gerät funktioniert, funktioniert das ja auch. Und dass ich das Gerät gleichzeitig mit dem Papier verliere, so, ich habe das ja auch dreifach nochmal. Mhm. Also man könnte jetzt immer wieder weiterspielen, bin ich nicht. Aber ich habe das halt gelernt, jetzt das einzuhalten. Das aus eigener Erfahrung hast du es gelernt. Ja, das, wer nicht hören will, muss fühlen. Ja, also ich habe geblutet, genau. Ja. Mhm. Das waren damals $3,000 und das hat mir auch wehgetan. Weil ich für den hier alles Geld hat. Also das ist jetzt nicht so, dass man das so wie in Europa ist. Geld verdienen die vielleicht, sage ich mal, im Gegensatz zu hier. Welchen von beiden findest du besser? Tresor oder Ledger? Also ich habe mit dem Tresor begonnen und... lieb gewonnen und mir ist eigentlich der Tresor lieber. Ich meine, was bei Ledger mir jetzt nicht gefallen hat, das ist, was da vorgefallen ist. Also, dass die da jetzt die Passphrase auslesen könnten, theoretisch. Und okay, die sagen, sie tun es nicht, aber alleine, dass sie es können, ist bei mir schon, aufgrund auch von der Vorgeschichte, die ich habe, ist bei mir einfach aus. Das mache ich nicht mit. Hast du mal mit anderen Hardware-Wallets auseinandergesetzt? Ja, so theoretisch, ja, aber ich habe selber noch keine andere. Welche? Fällt mir jetzt der Name nicht ein, da die neuere da. Gibt viele. Also es gibt da von der Schweiz da die Bitbox. Die Bitbox. Da gibt es zwei verschiedene Arten. Bitcoin Only und Multi. Genau, ja. Die sind relativ viel im Gespräch. Und wie gesagt, es gibt mittlerweile viele. Es gibt da noch die eine, da fällt mir aber der Name auch nicht ein. Also die ist relativ teuer, da wo man auch mehrere Sachen machen kann. Das ist direkt so ein Kasten da. Es gibt viele, die so Kästen. Ja, es gibt Asiaten, die es über optisch machen, über QR-Code. Das ist von Kanada, den ich. Card Wallet. Ja, sieht genau aus wie ein Taschenrechner. Ja, genau, die Card Wallet habe ich gemeint. Ist ein bisschen eigen zu bedienen, entweder mit USB oder mit, ja, man mit hat SD-Karte und sieht erstmal aus wie ein Taschenrechner. Ja. Denkt jetzt keiner, dass das irgendwie eine Wallet ist. Was mir da gefällt, ist halt, weil da halt nochmal viel mehr Möglichkeiten da sind. Das ist halt jetzt dann die Frage auch, ob man das alles so braucht oder nicht. Also was macht man damit? Oder wenn, also ich denke mal, wenn du viel mit Bitcoin machst, ist das eine super Sache. Mhm. Machst du viel mit Bitcoin? Ich habe eine Zeit gehabt, wo ich viel mit Bitcoin gemacht habe. Da habe ich auch relativ viel verschickt hier. Das war immer sehr interessant, also wie schnell und einfach das geht und ohne dass du fragst, auch größere Beträge mit bis zu $30,000 also, oder wo du nicht jetzt da auf der Bank irgendwo rumrudern musst. Und das ist alles ganz schnell gegangen. Das und du musst doch nicht schwitzen, dass die Transaktion nicht durchgeht? Nein. Also ich habe so viel mittlerweile schon überwiesen, dass ich da, das ist für mich wie eine Banküberweisung. Mhm. Also, ja, die Sicherung. Ja, ja, klar. Bei der Banküberweisung weißt du nicht, ob die wirklich ankommt. Oh nee, das haben wir zurückgehalten, so eigene Sicherheit. Wollen Sie wirklich nach Litauen überweisen? Sind Sie sich ganz sicher? Genau. Sie müssen nichts tun, aber wir führen es erst in einer Woche aus. Nein, ihr Blödmann, ihr sollt sofort überweisen. Wir hören nichts. Wir machen es trotzdem erst in einer Woche zu Ihrer Sicherheit. Also ich war ja auch, also
wenn man, ich kann Leute verstehen, wenn die jetzt noch nicht viele Transaktionen gemacht haben, dass die Angst haben. Meine erste habe ich auch geschwitzt, als ich die Kohle von der Kryptobörse runterholt. Ja. Ich mache eine kleine Überweisung, geht, so Test, 0,1 Bitcoin oder sowas, und dann tue ich halt, weiß ich, 10 Bitcoin oder sowas runter überweisen, kommt nicht an. Ja, das ist so ein Scheiß. Kryptobörsen, du, ja. So, und dann hat das 2 Tage gedauert. So, und dann haben die das aber nochmal geprüft, ob das stimmt. Und es war Sonntag und dann irgendwann Dienstag haben sie es dann abgeschickt. Ja, das alleine ist schon eine Riesenschweinerei. Also wenn ich dran denke. Das war noch eine Anfangszeit, also da, als die Bitcoins da nur ein paar hundert Dollar oder Euro gekostet hatten. Aber jetzt ist es ja, die sind ja total irre geworden auf der Kryptobörse. Ja, also ich habe einige Bekannte, die nur noch jammern und was die da immer wieder KYC und nochmal KYC. Ja, das war ja damals noch nicht so. Ja, aber wenn du jetzt Bitpanda hast, das ist so ein typischer Vertreter. Moment, jetzt müssen wir erstmal fragen, wo kommen denn die Bitcoins überhaupt her, die sie bei uns haben? Ne? Tun sie uns doch mal die Nachweisen. Wo kommt denn das Geld her? Aber nehmen tun sie erstmal. Ja, klar. Ja. Annehmen ja, aber wenn du es dann abverfügen willst, da müssen wir jetzt drüber reden. Da hatte ich auch einen, da musst du dann zum Schluss einen Anwalt einschalten, um an seine Kohle zu kommen. Ja, finde ich eine Schweinerei. Und deswegen, not your keys, not your coins. Auf jeden Fall, ja. Also ich bin da jetzt strikt auf Linie und Banken und Kryptobörsen nur was unbedingt sein muss. Kleingeld. Ansonsten will ich nichts wissen davon. Mhm. Ich bin auch mehr so für dezentrale Börsen, also das wäre jetzt etwas, ich hoffe, dass das mehr kommt durch das Ganze, was da jetzt auch passiert. Kommen eben einige. Ja. Nutzt du schon welche? Im Moment mache ich jetzt nicht viel damit, also im Moment nicht. Kennst du One Inch? Ja. Gut, guter Freund von mir. Ah, okay. Haben wir einige Videos auf dem Kanal, auf defi.jetzt. Und nutzt du noch was anderes außer Bitcoin? Oder nur hältst du nur Bitcoin? Also für mich ist in erster Linie eigentlich nur Bitcoin und dann habe ich noch Ethereum ein bisschen so, aber sonst eigentlich. Was hältst du von den anderen? Das ist so ein Thema, weil ich sag mal, okay, Bitcoin muss man einfach mal anders sehen und dann gibt es halt diese alternativen Coins da, so wie die heißen. Aber das ist hat mit Bitcoin nichts zu tun. Das sind für mich so Spekulationsobjekte, wo wie er will, kann damit rumspielen und Geld machen oder verlieren. Aber das kannst du nicht mit Bitcoin vergleichen. Also Bitcoin, da steht auch was dahinter, was die nicht haben. Also ich unterscheide zwischen Münzen, das ist die native Maßeinheit, Währung einer Blockchain, und Token. Token sind Wertmarken, die sind abhängig von dem Ökosystem. Und nicht alle Münzen funktionieren wie Geld. Also ich unterscheide Kryptowährung und das andere sind Kryptoassets. Und Kryptoassets können auch native Sachen einer Blockchain sein, weil das Ding einfach nicht wie Geld benutzt wird. Es gibt ein paar Blockchain. Sag mal, Bitcoin ist klar, wird wie Geld benutzt. Dann gibt es jetzt Frage, welche Funktion Geld, Wertspeicher oder Zahlungsmittel. Aber bei anderen gibt es halt Token, die für irgendwelche Anwendungsbereiche genutzt werden. Oder Münzen, die für Anwendungsbereiche. BNB akzeptiert jetzt auch nicht jeder. Ja, ist aber relativ bekannter Coin, also zum Tauschen. Ja, natürlich, BNB, XRP jetzt mittlerweile auch wieder gehypt. Und dann gibt es dann noch so ein paar Schlafmützenprojekte wie Cardano und was nicht auch alles. Ja, genau. Lisk, von dem man auch nichts mehr hört. Die wurschteln da auch schon seit 10 Jahren rum, aber kommen nicht in die Puschen. Ist bei vielen eigentlich so. Ist eigentlich, also was ich gesehen habe, also ich habe mir das ja auch angeschaut, auch bei Cardano in der letzten Zeit wieder mal. Und dann hat mich mal interessiert, wie weit sie denn da sind, und habe dann halt Projekte rausgesucht, also die sie umgesetzt haben, und das war eigentlich ernüchternd. Viele davon sind einfach nur weggestorben, die sind tot, da sind viele Leichen, die da rumhängen, und viele sind eigentlich sinnfrei von den Projekten, also da ist nicht jetzt irgendwie... Das sind universitäre Projekte, wo die Studenten irgendwie was rumborsteln. Und wenn Semesterferien sind, passiert da nichts. Ja, ja. Und wo ich so den Eindruck habe, das Projekt von Afrika, dass sie da so hypen, also das ist mein persönlicher Eindruck, das dient eigentlich nur zur digitalen Versklavung. Was machen sie da für ein Projekt in Afrika? Sagt mir jetzt nichts.
Ja, also von die, Cardano, oder? Ja, Cardano ist viel da jetzt in der Schule, also für Studenten, wo sie dann Identitäten kreieren und wo du dann halt über die Identitäten weiterkommen kannst. Und dann auch die Kunststücke, die werden jetzt da digitalisiert, das geht so mit NFT in der Richtung da. Mhm. Und eigentlich wird, was ich so sehe, das ganze Afrika da halt versucht, digital in einen Block reinzukriegen, das ist dann, dafür ist Cardano zuständig. Also, und wenn du mal das Projekt hast, dann, ja, dann ist die Versklavung ja auch nicht mehr weit weg. Also meine Erfahrung ist, dass der Mensch eigentlich also eher nicht zum Guten neigt. Also sagen wir mal so, die Führungspersonen sind der normale, einfache Mensch, der will eh normalerweise nur seine Ruhe haben. Ja, und deswegen denkt er über viele Sachen nicht nach. Ja, es ist betreutes Denken. Also richtig, genau. Ich brauche einen Führer und dem renne ich hinterher, der wird schon wissen, wohin. Genau, und auch mit der KI und mit dem Ganzen wird das halt noch mehr gefördert werden. Mhm. KI ist immer die Frage, wer die wie trainiert. Also ich habe mich mit der mal jetzt beschäftigt, habe da ein bisschen rumgespielt und habe halt gesehen, dass sie schon auch Schwächen hat, weil mich hat das ja interessiert, was wie sie funktioniert, um eben das sehen zu können. Und ich habe auch gemerkt, dass sie halt auch bei der Zensur hilft. Also die ist natürlich klar, muss ja auch programmiert sein mit gewissen Vorgaben, die die Leute haben, Vorstellungen, wie sie funktionieren, so verstehe ich schon, ist auch in Ordnung. Aber ich habe halt gesehen, das wird in die Richtung betreutes Denken führen, weil irgendwann wirst du da sitzen, wirst sagen, du mach mir da einen rechtssicheren Vertrag, die KI macht das, du denkst da gar nicht drüber nach und das ist halt so. Und wenn, wenn du dann sagst, ja, was dir die KI da jetzt geschrieben hat oder so, erzähl mir über den Inhalt, ja warum denn? KI da fragt. Genau. Ich hatte mal so ein Buch gelesen als Jugendlicher, Zielstern Peter Goetze hieß der. Da sind die da zu so einem Sternsystem, ist ja ein Sternsystem, Peter Goethe, der Hauptstern, geflogen, sind auf dem Weg dahin so ein paar Mal abgebremst worden, haben dann festgestellt, oh, es gibt irgendeine Nachricht, haben es aber irgendwie noch nicht so richtig entschlüpfen können. Sind dann da gelandet, rumgeguckt, gab es auch so eine Landebahn und haben da irgendwo mal eine Ruine, so ein Wesen gesehen, also nur Oberkörper, und die sind auf irgendeinem Ding rumgeschwebt, war aber sehr scheu, ist abgehauen. So, und irgendwann am Ende, gegen Ende des Buches, haben sie die irgendwo in der Höhle ausfindig gemacht, haben versucht, mit denen zu reden. So, die wussten nicht, wie die Dinger funktionieren. Die hatten irgendwie keine Unterbeine, also keine Unterkörper mehr so richtig und Beine, haben die Dinger bloß benutzt. Und das war's. Waren eigentlich verblödete, rückentwickelte, degenerierte Leute. Kommen wir mal wieder zurück zu Auswandern und Bitcoin. Ja. Weil hier geht es ja darum, Leute, die nicht im betreuten Denken sind, da ausbrechen wollen, sollen ja auch Selbstinitiative mit nutzen. Bitcoin oder dezentrales Geld verlangt eigentlich Verantwortung und somit gibt es ja auch Freiheit. Wie siehst du jetzt Zusammenhang Auswandern und Bitcoin? Ja, das ist... weiß ich jetzt nicht genau, wie du das meinst, weil Auswandern... Ist es wichtig? Ist es wichtig, das zu haben? Brauche ich das? Also für mich persönlich schon. Also das wäre jetzt wichtig, weil es mir ja in meiner Freiheit, die ich ja, ich bin ein selbstbestimmter Mensch. Also und da gehört eben der Bitcoin auch dazu. Ich meine, ich habe mit Banken viel zu tun gehabt und habe da einiges erlebt, also wo ich mir sagen muss, also das tue ich mir nicht mehr an. Und warum gehört Bitcoin dazu? Weil es mir eine Freiheit gibt. Also mit Bitcoin kann ich eigentlich alles machen. Ich habe zum Beispiel in Bitcoin eine Visa-Karte gekauft, habe damit eingekauft, habe damit gemacht, getan, was ich will und nicht, wo jemand sagt. Nicht, dass ich jetzt da irgendwas Kriminelles gemacht habe, sondern ganz normal. Ich habe zum Beispiel bei Amazon eingekauft oder sowas bestellt, weil es mich mal interessiert hat. Und weil ich da mehr oder weniger schon frei meine Sachen machen kann. Ich weiß natürlich schon auch, dass man Bitcoin nachverfolgen kann und das alles, aber um das geht es ja nicht. Aber es ist alleine, dass ich meine eigene Bank im Prinzip habe und jederzeit damit weggehen kann, irgendwo hin, wo ich will, und auch dort, wenn ich eben Fiat-Geld brauche, kann ich Fiat-Geld umtauschen, mache ich ja hier auch, weil halt noch mit Bitcoin nicht alles so einwandfrei funktioniert. Aber dass ich diese Freiheit habe, das ist mir viel wert. Wo ist deine Bank? Also ich habe hier die Bahnreserve. Nein, das ist eine Bitcoin-Bank? Das ist im Tresor. Also Tresor heißt das. Das ist ein Hardware-Wallet. Auf deinem Handy. Ja, auf meinem Handy. Darauf wollte ich hinaus. Ja. Du bist quasi Bankier. Ja, könnte man so sagen, genau.
Ja, not your keys, not your coins. Ja, ja. Das heißt, du bestimmst über du hast die Banklizenz, das ist quasi deine Bitcoin-Konto. Ja, genau. Und dass ich das machen kann, weißt du, ohne dass da mir irgendjemand, ich habe um 2 Uhr hier, voll 2 Uhr früh, da meine Überweisungen gemacht mit Deutschland, mit Leuten, mit allem. Das ist phänomenal. Also wenn man das mal verstanden hat und sieht, dann möchte man auf das nicht mehr verzichten. Mhm. Diese Abhängigkeiten, die du von Banken hast und was die sich teilweise erlauben, mit welcher Arroganz, dass sie dir begegnen, das kann ich heute gar nicht mehr so. Also, da gehört eben Bitcoin dazu für mich. Da gehören aber zwei dazu, einer, der es macht und einer, der sich mit sich machen lässt. Das ist richtig, aber wenn du teilweise in so einem System drin bist, wo du das gewohnt bist, was man ja meistens ist, oder weil, schau, in Europa zum Beispiel musst du eine Bank haben, sonst kannst du gewisse Dinge gar nicht machen. Mhm. Deine Steuern nicht bezahlen. Ja, ja, und auch komischerweise. Ja, du musst auch eine Kreditkarte haben, um dir ein Auto da zu mieten können und vielleicht auch wegfliegen zu können, außer du kennst noch irgendwo ein Reisebüro, der Bargeld nimmt, das wird aber auch immer weniger. Und das sind halt Dinge da, wo ich sage, also das ist für mich der Wahnsinn, so für mich jetzt. Also. Mhm. Und wie gesagt, beim Auswandern, wenn du den Bitcoin hast, das gibt dir Freiheit. Ich hab hier Leute kennengelernt, also ein Bekannter von mir, denn also ich helfe da denen ja auch teilweise, wo sie die Sprache nicht so gut können, der hat sich 30.000 Euro überweisen lassen, um sich ein Auto zu kaufen. Mhm. Ist ein Pensionist, hat geerbt, hat genug Geld und so, und war dann verzweifelt, weil das Geld hier angekommen ist, und die haben gesagt, nö, also das Geld geben sie jetzt nicht frei, weil er muss erst erklären, woher das Geld kommt, und seine Bankauszüge von Deutschland wollen sie auch noch haben, die letzten 3 Monate. Dann bin ich mit ihm da zur Bank gegangen, habe mir gedacht, na, das werden wir schon regeln. Bin da hingegangen, habe das dem erklärt, habe ich gesagt, das Geld ist von der Nationalbank von Deutschland, also von der EZB ist das überwiesen worden. Das heißt, das ist geprüft. Das ist einmal von seinem Konto, dann nochmal von der EZB geprüft. Und er ist ein normaler Mensch, also der seine Pension hat und will sich hier ein Auto kaufen. Ja, das kann ja alles so sein, interessiert sich nicht. Dann habe ich gesagt, ja, ob die denn jetzt behaupten wollen, dass die EZB betrügt? Und sagt er, nö, das wollen wir nicht behaupten. Aber wir haben hier ein Equipment sitzen, über der Bank, die alles genau wissen wollen, wie alles läuft. Die sitzen in den USA. Die sind auf jeden Fall da. Und dann haben die das Geld wieder zurückgeschickt. Und der hat dann aber komischerweise noch auf der Bank gesagt, ja, also wenn er das Geld jetzt direkt dem Autohändler geschickt hätte, wäre das gegangen. Da hat er gesagt, ja, aber das ist doch sein Geld, sein Konto, ihr Konto, muss das jetzt, ja, das geht nur so. Oder er könnte es in kleinen Tranchen schicken, also immer so 6.000 und so. Sagen. Mhm. Das ist 5-mal, also ich meine, der hat sein Geld offiziell. Das ist so ein Hickhack gegangen, dann in Deutschland mit der Bank hin und her, und die haben dann wieder gesagt, ja, Datenschutz, wir können das nicht machen, und also es hat sich nur alles gespießt und gedreht, bis dann irgendwo auf gut Willen, dass dann fast nach einem halben Jahr hat das dann gekriegt und konnte sein Auto kaufen hier. Also da habe ich gedacht, Wahnsinn. Und der war ja also ein unbedarfter Mensch, und der hat zu mir gesagt, ich habe immer gedacht, ich habe Geld, aber ich stelle fest, ich habe keins. Mhm. Er hat nur Anrecht auf Geld. Ja, ja. Das und es ist abhängig von den Anrechtgebern. Genau. Und ich habe dann immer mir gedacht, bin ich froh, dass mir das mit meinen Bitcoins so nicht passieren kann. Mhm. Und habe mich auch von den Banken immer mehr distanziert. Also ich habe hier nur das, was ich jetzt unbedingt brauche, wenn ich wo was zahlen muss, und da zahle ich auch von Hand ein, mühsam, also das ist immer so, dieses Konto. Irgendwann werden sie es mir wahrscheinlich eh sperren, ist mir aber auch egal. Interessiert mich auch nicht. Mhm. Das ist auch so ein Schritt für Schritt irgendwo mit der Zeit, wo du dann denkst, naja, jetzt erzählt man jemandem, du hast kein Bankkonto mehr, wie hört sich denn das an? Aber ist mir auch egal. Also, du bist jetzt bei der Bitcoin-Bank. Genau, und das ist ja auch, man muss sich da reinleben. Das ist genauso wie mit der ersten Bitcoin-Überweisung, also diese langen Nummern und so. Meine IBAN-Nummer ist ja auch lang. Aber bis du das verstehst und dich mit dem auseinandersetzt, und dann machst du diese Überweisung. Natürlich habe ich ganz klein gemacht damals und habe mir gedacht,
ja, ob das jetzt da so gut geht. Und dann, bis ich verstanden habe, dass man in der Blockchain nachschauen kann und das eigentlich so relativ zeitnah sieht, dass das am Wege ist, also dass du nichts falsch gemacht hast, und bis ich es verstanden habe. Und dann später, du, ob da mal 20.000 Dollar gestanden ist oder nicht, wumps, draufgedrückt, weil ich genau gewusst habe, also dieses Vertrauen, das man dann kriegt, wenn man in etwas reingeht. Musst halt bloß die Kontonummer, die Bitcoin-Adresse vergleichen. Ja, ja, klar, aber das ist, was du tun musst. Du musst ja bei der IBAN auch, mehr oder weniger, also du hast wieder irgendwo so einen Betreuten, der dir da halt hilft. Oh, das ist eine IBAN im Ausland, da muss man erst mal gucken, ob das wirklich dahin gehen soll. Und wenn dann was ist, dann dauert es ja auch mit der Geldrückholung und hin und her. Und so, ich meine, gut, bei Bitcoin kannst du nichts mehr rückholen. Aber du lernst das. Und wenn du das verstanden hast, eben durch praktische Anwendung und eben, du musst dich reinleben in das Ganze. Und ich habe mich dann halt immer weiter mit Bitcoin beschäftigt. Und also für mich ist das, drinnen bei mir. Was präferierst du, Bitcoin oder Cash, also Bargeld? Mir wäre eigentlich Bitcoin lieber. Es ist, ich muss es halt Bargeld noch verwenden, weil Steuern zahlen musst? Nein, nicht wegen dem, aber weil du halt hier nicht jeder nimmt Bitcoin an, und manchmal muss ich halt das, aber ich tausche das dann halt um und mache das halt, aber nur immer das Notwendigste, was ich brauche. Also ich habe bestimmt kein Bargelddepot. Das mache ich nicht. Und wenn ich kann, dann wird immer wieder Bitcoin akkumuliert, also die Satoshi. So, das war's heute für mich, und jetzt trinke ich noch in Ruhe meinen Kaffee. Bleibt dran, bis zum nächsten Mal.